Henry Valentino ist tot. Der Schlagersänger und Komponist ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Bekannt wurde er 1977 mit dem Hit »Im Wagen vor mir«, in dem er eine Autofahrt besingt, die er hinter einem jungen Mädchen verbrachte. Der Musiker, der mit bürgerlichen Namen Hans Blum hieß, starb bereits am Freitag, wie seine Plattenfirma mitteilte. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Dieser Song, den gibt's schon länger als ich lebe und trotzdem habe ich ihn als Teenie am Strand gesungen, in Italien am Lagerfeuer. Und der Sänger und der Komponist dieses Evergreens ist eine Musiklegende, kommt hier aus Overath und ist vergangenes Jahr 85 geworden. Hans Blum heißt er und wer Hans Blum trifft, der trifft immer auch seine Frau und große Liebe Inge Blum. Ich hab geträumt, ich kann fliegen. Sie sind ein Traumpaar, Hans und Inge Blum. Musik und gegenseitige Liebe haben sie durch ein ganzes Leben getragen. Das ist so eine zwingende Einleitung. Und jetzt hast du ja alles. So, und jetzt hast du. Aber die Leute? Ich kenne ja zwei Töne, das hast du jetzt davon. La da, la da, la da, da, la da. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. 33 Wochen lang war Im Wagen vor mir in den deutschen Charts. Hans Blum nannte sich zu der Zeit Henry Valentino. Ich kenne nicht ihr Ziel. Ich habe mir einen Bart angeklebt und mir eine Melone aufgesetzt und habe mich irgendwie, wollte ein ganz anderer sein. Ja? Ich wollte nicht, dass ich erkannt werde. Denk an das Mondlicht mit silbermalhellem Schein. Liebling, träum vom Glücklichsein. Den spielst du? Ja, den spielst du. Kennengelernt haben sich die Blums Anfang der 50er beim legendären Hansen-Quartett. Jedenfalls haben wir vier uns an die Hand genommen und haben dann unisono gesagt, unter Kollegen wird nichts angefangen. So, und das hat bei Joe Nana hat das nicht lange gehalten. Zwei oder drei Jahre. Nicht. Bei uns fünf. Wir haben dann 1956 geheiratet. Und dann, aber ich wundere mich über diesen Mittelteil, die Harmonien. Da, 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 da. Und schon ist Hans Blum wieder im Reich der Musik. Mitte der 60er wird er Familienvater und entscheidet, nur noch zu komponieren. Der erste Nummer-1-Hit lässt nicht lange auf sich warten. Wenke Möhre meint, weiß nicht gleich in jeden Apfel. Weiß nicht gleich in jeden Apfel, er könnte sauer sein. Denn auf rote Apfelbehexen fällt man leichter rein. Seither hat Hans Blum unzählige Lieder geschrieben, viele davon heute Evergreens. La la la, ein Zigeuner Junge, er spielte am Feuer Gitarre. Tam 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 tam. Und ich sah sein Gesicht. Und dann hier mit Hildegard Knef. Man hat mich angerufen, ob ich denn nicht etwas hätte für sie. Sie hätten eine LP gemacht und es fehlt wieder mal eine Single und so. Und dann fiel mir ein, dass ich graumeliert mich hier in einem Spiegel sah. Und da habe ich mich gesehen, da habe ich gesagt, der alte Wolf wird langsam grau. Der alte Wolf wird langsam grau. Der alte Wolf heult nur noch Woll. Er hat von hier und da und dort die Schnauze voll. Ingele, aufpassen, jetzt küttet. Vom Katalog aus dem Versandhaus mischt ich das Bildchen von Seite 1. He had only seen the dark side of life, the man they call Eluter. Tukung, tung, kung, kung, knick, tukung, tung, tung, und tuk, 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 und tschik, 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 und acht Mann standen da und ich habe gesagt, leider macht doch dieses Zucker im Kaffee, die tick, tick, tick. Das fehlt mir. Zucker im Kaffee und Zitronen oder Sahne in dem Tee. Tick, tick, tick. Und im Herzen. Das konnten die mir nicht machen.
das ist wunderbar, Senor. Etwa im Salat und Musik im roten Wien auf den man hat. Und im Herzen immer noch einmal Amor. Das ist wunderbar, Senor. Dutzende unvergessliche Hits hat Hans Blum geschrieben. Heute mit 86 lässt er es ruhiger angehen. Es ist irgendwie nicht mehr seine Zeit. Heute ist durch die Entwertung der Musik insgesamt, dass Musik ständig zu hören ist. Im Supermarkt, im Flugzeug, in den Hotels, bis in die Toiletten hinein. Die Musik ist allgegenwärtig und im Radio wird ein Stück an das andere verklebt, dass man nur ständig etwas hört. Ja? Und was auf der Strecke bleibt, ist für mich die Musik. Ja? Lava, 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 lava.